Über ein, zwei Punkte können wir reden, jetzt schon mit der regierenden Bürgermeisterin von Berlin, mit Franziska Giffey. Schönen guten Morgen, schön, dass Sie da sind. Wir kommen nicht drum rum, über vorgestern noch mal kurz zu reden. Ein dunkler Tag in der Geschichte Berlins, haben Sie das genannt, in einer der ersten Reaktionen. Schauen wir auf den Stand heute. Es gab gestern schon relativ klare Analysen zum Tathergang, aber auch zum Gutachten zum Täter. Wie ist der Stand der Dinge heute? Also es hat sich tatsächlich auch bewahrheitet, es ist eine Amoktat gewesen eines psychisch schwer beeinträchtigten Täters, der eben unter auch einer schizophrenen Störung leidet. Er hat diese Tat begangen, wahrscheinlich jenseits von politischer Motivation, und es ist natürlich wirklich ein ganz dunkler Tag gewesen in der Berliner Stadtgeschichte. Wir sind sehr erschüttert darüber und vor allen Dingen auch, dass es so viele Schülerinnen und Schüler und die Schulklasse eben aus Hessen auch mit ihrer Lehrerin getroffen hat. Ich war ein bisschen überrascht gestern, dass man schon so ein klares, ja auch gesundheitliches Gutachten da nennen kann. Normalerweise brauchen solche Erkenntnisse ja doch ein bisschen länger. Also es war ganz klar, wir ermitteln in alle Richtungen von Anfang an. Es wird auch weiter noch zur Motivlage ermittelt. Aber dass es eine psychische Erkrankung hier schwerer Art gibt, das ist eindeutig gewesen, auch aus den Ermittlungsverfahren. Wir müssen ganz klar sagen, es sind die Lehren gezogen worden aus dem Anschlag 2016. Wir haben am Mittwoch sofort eben auch die entsprechende akute Notfallsituation, Reaktionen, die Pläne, die dafür erarbeitet worden sind, umgesetzt. Es ist vorbildlich umgesetzt worden mit über 130 Rettungskräften, mit Notfallseelsorge, mit Opferhilfe, und da docken ja auch die Ermittlungen an, die erfolgt sind, und deshalb konnte so schnell auch hier Klarheit geschaffen werden. Es gab in der Tat viel Lob für das, was Sie eben beschrieben haben, also die Einsatzkräfte bis hin zur Notfallseelsorge. Es hat aber dann im Anschluss dann auch schon wieder die Frage gegeben, warum hat man auch nach den Erfahrungen vom Breitscheidplatz diese ganze Ecke, Tauentzienstraße, Kurfürstendamm, nicht noch sicherer gemacht, und wann kommt da endlich was? Welche Überlegungen gibt es bei Ihnen? Also es ist ja in der Tat genau gegenüber von der Gedächtniskirche passiert, wo umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen, Abpolerungen auch erfolgt sind nach den Anschlägen. Wir haben hier eine Situation, in der wir uns auf jeden Fall nochmal das Sicherheitskonzept ansehen werden, auch gemeinsam mit dem Bezirksamt, was ja da auch die erste Federführung hat. Das werden wir gemeinsam tun. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, wir können nicht jeden Gehweg, nicht jede Stelle in diesem Gebiet abpollern, das wird nicht funktionieren, und deshalb wird noch mal sehr genau geschaut, auch mit der Polizei, wie war der Tathergang, wie kann man die Sicherheit erhöhen, und das wird jetzt auch in den kommenden Tagen und Wochen passieren. Es gibt einen relativ einfachen Vorschlag, irgendwie verblüffend einfach, könnte man fast sagen, und der lautet Kurfürstendamm, jedenfalls zumindest Teile, und Tauentzienstraße einfach für den Autoverkehr sperren. Ja, das ist wirklich in der Tat ein einfacher Vorschlag, aber er schützt auch nicht davor, dass es Menschen geben kann, die dann eben sich zu Fuß mit dem Messer bewaffnet oder anders bewaffnet auf den Weg machen können. Wer so eine Tat begehen will, findet auch ohne Autowege. Und wir werden in einer 3,7 Millionen Stadt immer wieder Menschen haben, die psychisch so dermaßen auch in einer schwierigen Lage sind, dass solche Taten nicht zu 100% verhindert werden können. Und das ist die Schwierigkeit, wie können wir frühzeitig erkennen, frühzeitig auch solche Menschen dann eben entsprechend auch behandeln. Das ist ja erfolgt hier an dieser Stelle nur. Man kann nicht, es deutete nichts darauf hin, dass er so eine Tat begehen würde. Und das ist eben das Unfassbare auch und das Furchtbare. Und ich kann nur wirklich allen Angehörigen, allen Opfern, wir sind tief erschüttert, wir fühlen tiefes Beileid, und wir werden alles tun, um den Opfern und ihren Angehörigen auch zu helfen. Und das ist auch schon Erfolg, psychische Betreuung, aber auch rechtliche und finanzielle Unterstützung. Und wir haben gesehen, auch aus den Erfahrungen des Anschlags vom Breitscheidplatz sind Lehren gezogen worden, und es wird sicherlich auch Erkenntnisse wieder geben aus diesem Fall. Schauen wir auf ein anderes Thema, das ich eben auch schon angesprochen habe mit dem Kollegen Fittkau in Bonn, das Thema Übergewinnsteuer. Ich meine, gelesen zu haben, auch Sie sind dafür, das heißt, Sie werden sich für diesen Entschließungsantrag positionieren, den Andreas Bovenschulte aus Bremen heute vorstellt. Warum und was ist das Ziel?
Na, letztendlich ist es hier eine Frage der Gerechtigkeit. Wir sehen ganz deutlich, die Gewinne, die hier einige machen aus der Krise, aus der Kriegssituation, die haben nichts mit großartiger wirtschaftlicher Aktivität oder Investitionen zu tun, sondern es sind schlichtweg Abschöpfungen aus einer Situation, die kriegsbedingt und krisenbedingt ist. Und das fühlen Menschen als ungerecht, wenn sie eben an der Tanksäule stehen und der Tankrabatt nicht an die Verbraucher weitergegeben wird, sondern in die Taschen der Mineralölkonzerne läuft. Das ist nicht in Ordnung und deswegen ist es richtig, hier eine Position zu beziehen aus den Ländern, aus den Gesprächen, die wir mit Bürgerinnen und Bürgern führen, dieser Ungerechtigkeit etwas entgegenzusetzen. Und wir wollen, dass Wirtschaftsunternehmen gut arbeiten können. Aber wenn jemand über die Gebühr Gewinne macht aus einer schwierigen Situation, dann ist das nicht in Ordnung. Dann muss man überlegen, wie man staatlich auch gegensteuern kann. Eines der Gegenargumente, insbesondere aus der FDP, insbesondere vom Bundesfinanzminister, ist ja, dass auch auf diese Gewinne, auch auf diese zusätzlichen Gewinne, auch Steuern gezahlt werden. Insofern also auch der Staat dann wieder profitiert. Ja, das mag sein, aber es geht hier eben nicht um normale Gewinne, sondern es geht um Übergewinne. Es geht um überbordende Profite aus einer schwerwiegenden Situation. Es geht darum, dass ein politisches Instrument, was gezielt eingesetzt werden sollte, um Verbraucherinnen und Verbraucher zu entlasten, nicht ankommt. Und wenn man das bemerkt, dann muss man gegensteuern. Und das heißt nicht, dass man den Tankrabatt abschaffen muss, aber es heißt schon, dass wir, wenn wir merken, die Verbraucherinnen und Verbraucher profitieren nicht davon, dass man sich dann ein anderes Mittel überlegt, wie eben verhindert werden kann, dass diese Gewinne an falscher Stelle landen. Bundesfinanzminister Lindner sagt auch, er sei sich gar nicht sicher, ob es diese Übergewinne, wie sie genannt werden, eigentlich tatsächlich gäbe. Ja, das ist ja dann die Aufgabe, dass das geprüft wird. Es gibt zumindest Anlass zu vermuten, dass es so sein könnte. Denn die Tatsache, dass der Tankrabatt eigentlich null sich auswirkt in den Taschen der Verbraucherinnen und Verbraucher, heißt ja, dass jemand anders von diesem Tankrabatt profitiert. Und wenn es einen Anlass gibt zu vermuten, dass ein Instrument nicht in die richtige Richtung läuft, dann ist es doch die Aufgabe auch hier an dieser Stelle, auch für den zuständigen Finanzminister zu prüfen und sich darum zu kümmern, wie man ein politisches Ziel in die richtige Richtung dann auch lenkt. Da hat er gleich noch eine Aufgabe mitbekommen, während er ja die Überprüfung des Tankrabatts dem Kartellamt und damit dem Wirtschaftsminister zugeschoben hat. Letzte Frage, wie groß sind die Chancen, dass dieser Entschließungsantrag bei einer der nächsten Sitzungen des Bundesrats hier eine Mehrheit findet aus Ihrer Sicht? Also wir werden das sehen. Ich erlebe nur auch aus den Gesprächen mit den Kolleginnen und Kollegen, die ja direkt auch mit den Bürgern im Kontakt sind, das ist schon ein Thema, was die deutsche Bevölkerung wirklich aufregt. Und ich kann das verstehen. Und natürlich ist da auch die Kartellfrage, Preisabsprachen, eine wichtige. Und da sind sowohl der Finanzminister als auch der Wirtschaftsminister in der Pflicht, diese Fragen zu klären und auch zu überprüfen, welche Möglichkeiten es gibt, um dem entgegenzuwirken. Und